Balla Ballack Deutschland. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht nur ein Fest der Freude und der Völkerverständigung. Das große Ereignis birgt auch Gefahren. Es zieht nämlich magisch Verbrecher an. Das perfide, die Gangster tarnen sich als Fußballspieler und nutzen unsere sprichwörtlich tolerante Weltoffenheit gnadenlos aus. Damit wir solche Szenen zu unserer Fußballweltmeisterschaft nicht erleben müssen, hat die FIFA gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium reagiert. Unter dem Decknamen Brötchen werden jedem Bundesbürger ab sofort diese hochglanzfarbigen Fahndungsbroschüren gegen eine geringe Schutzgebühr zur Verfügung gestellt. Spiegel Online berichtet nun über die übelsten WM-Gangster, die bereits nach Deutschland eingedrungen sind. Wir haben nachgefragt, wie reagieren die Bürger auf die Aktion Brötchen? Finden Sie das gut, dass es so etwas gibt, ein Fahndungsheft für die Bürger, damit sie sich sicher fühlen zur Weltmeisterschaft? Ja, finde ich schon gut. Ach, Gewalt, ja. Also wenn es meine Meinung her, ich würde das rigoros verbieten, alles. Die ganze WM? Die gewaltbereiten Experten da. Haben Sie den heute schon mal gesehen? Nee, heute noch nicht. Ach, dann kommen eben nicht zwei Leute in eine Zelle, dann kommen 20 Leute in eine Zelle. Ja. Und fertig ist die Laube. Und fertig ist die Laube, ja. Genau. Ja. Sie sagten gerade Terroranschläge. Wem würden Sie es denn von den beiden am ehesten zumuten? Dem hier. Warum? Ja, weil er schon so einen Bart hat und so. Das ist schon... Und so einer steht da jetzt im Vorgarten bei Ihnen. Naja, skeptisch ist man immer vielleicht erstmal. Ja. Was hat der, was Ihnen Angst macht oder unangenehm ist? Der Gesichtsausdruck ist so brutal, würde ich sagen. Dass man sie vielleicht, was weiß ich, von vornherein aussondert. Gar nicht erst reinlesen. Ja, klar. Sie wären auch dafür, wenn dieses Heft in ganz Deutschland verteilt würde? Genau. Da wäre ich davor. Na? Damit die Leute mal ein bisschen wachgerüttelt werden, was hier los ist. Tja. Dankeschön. Ja. Tja, meine Damen und Herren, sachdienliche Hinweise, weitere Informationen nimmt jede Polizeidienststelle gerne entgegen oder aber Spiegel Online. Dankeschön.